Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fallout 76. Wir sind hier stehen geblieben in den Mittelberghütten oder bei den Mittelberghütten. Scheint sich wohl um ein Pfadfinderlager zu handeln. Da haben wir hier auch ein Terminal entdeckt. Ihr habt am Ende der letzten Folge, da haben wir noch nicht reingeguckt. Damit machen wir jetzt auch direkt weiter und werfen einfach mal ganz kurz einen Blick rein. So, haben wir denn hier? Willkommen Pfadfinder, heutige Veranstaltung Hundeshow, Status abgesagt. Kalender ansehen. Ah ja, alles abgesagt hier. Angelwettbewerb abgesagt, Kuchenwest-Wettbewerb abgesagt, Benefiz-Flussrennen, Autowäsche für einen guten Zweck, Tag des Naturschutzes, Hundeschuh, Kostümwettbewerb, Konservensammlung. Und Mitteilung des Marshals. Die archivierten Nachrichten werden Ende jeden Monats an alle Pfadfinder verschickt. Auf diesem Terminal wird lediglich das aktuelle Jahr archiviert. Besuchen Sie bitte die Bibliotheksterminals der Pfadfinderpioniere für weitere Archive. Ach du Schreck. Für jeden Monat bis September 1. Im Oktober gab es kein mehr. So, Januar 2077. Hall, willkommen Pfadfinder. Euch allen ist klar, wie wichtig der Tag des Naturschutzes ist. Wir alle wissen, wie schön es ist, einen prächtigen Rehbraten zum Geburtstag serviert zu bekommen. Oder eine dampfende Fischsuppe im Winter. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass unsere Rehe so gesund wie möglich sind, damit wir selbst gesund bleiben. Bitte meldet eure Truppen für den Tag des Naturschutzes an. Für West Virginia, heute und morgen. Immer aufwärts, Marshall Cassidy. Februar 2077. Manchen von euch ist vielleicht aufgefallen, dass wir im Picknickbereich der Lake Lodge einige Protektrons aufgestellt haben. Sie wurden dafür entwickelt, die Lebensweise der Pfadfinder-Pioniere mit all ihren Facetten zu verinnerlichen und unsere jungen Pfadfinder zu ermutigen und zu unterstützen. Hierarchisch gesehen verstehen wir sie momentan als Pfadfinderführer, gewissermaßen Ehrenmitglieder unserer Organisation. Mal sehen, wie es sich entwickelt. Immer aufwärts, Marshall Cassidy. März 2077. Sicherlich ist es den meisten von euch bekannt, dass wir diesen Monat um ein Haar einen großartigen ersten Pfadfinder verloren hätten. Ricky Stevens war gerade mit seiner Truppe auf Expedition, als er plötzlich von einem ungewöhnlich aggressiven Bären angefallen wurde. Glücklicherweise befand sich Pfadfinderführer Pompey in der Nähe und konnte die wilde Bestie sofort eliminieren. Ricky wird noch eine Weile im Krankenhaus von Charleston liegen. Wir wählen daher diesen Monat einen temporären Vertreter für ihn. April 2077. Manchmal ist es besser, die große Politik zu ignorieren und sich stattdessen auf Politik zu konzentrieren, die man tatsächlich beeinflussen kann. Vergesst nicht, für den ersten Pfadfinder abzustimmen. Die Wahl läuft noch bis zum 20. Kandidaten: Betsy Bienenstich-Lewis, seit 12 Jahren Pfadfinder-Pionierin, Gary der Drache Wilkins, seit 7 Jahren Pfadfinder-Pionier und Pompey der Protektron. Aha, durfte der auch gewählt werden, interessant. Mai 2077. Nicht vergessen, liebe Pfadfinder, wir sind die Verkörperung des Entdeckergeistes, die Seele von Amerika. Wir haben uns auf die Fahne geschrieben, alle in unseren Reihen willkommen zu heißen. Und ja, da schließt auch Roboter ein. Eines Tages, wenn wir alle Vergangenheit sind, werden diese Roboter immer noch funktionstüchtig sein und unser Andenken und unseren Geist weiterleben lassen. Daher verkünde ich voller Stolz unseren neuesten ersten Pfadfinder. Pompey hat also tatsächlich der Protektor gewonnen. Okay. Juni 2077. Liebe Pfadfinder, unser traditioneller Angelwettbewerb muss diesen Sommer aufgrund der schlechten Wasserqualität abgesagt werden. Wir erwägen stattdessen, einen spontanen Tag des Naturschutzes zu veranstalten. Juli 2077. Da erster Pfadfinder Pompey ein so großer Erfolg war, haben wir weitere Protektons in die Pfadfinder-Pioniere aufgenommen. Sie sollen hauptsächlich dazu dienen, Pfadfinder zu schützen und Aktivitäten zu organisieren, da der Großteil unseres menschlichen Personals derzeit in politischen Organisationen und Bewegungen tätig ist. August 2077. Liebe Pfadfinder, wenn ihr jemals Hilfe braucht, könnt ihr euch immer an einen unserer Roboter-Pfadfinder wenden. Wir haben nun einige von ihnen in unterschiedlichen Rängen, um nicht besetzte Positionen zu füllen.
Wir organisieren außerdem am 17. ein Sicherheitsseminar, in dem ihr den Umgang mit Waffen und die Haltbarmachung von Lebensmitteln lernen könnt. Und September 2077. Liebe Pfadfinder, nach den Vorfällen in Clarksburg haben wir uns entschieden, einige bereits für dieses Jahr angekündigte Veranstaltungen aus dem Kalender zu streichen. Die übrigen werden zunächst weiterhin von unseren Robotern organisiert, bis sich die Lage geändert hat. In Zeiten wie diesen müssen wir immer daran denken, dass die Pfadfinder für mehr stehen als nur spaßige Abenteuer in der Wildnis. Mit unserem Motto immer aufwärts verpflichten wir uns, zu besseren Menschen zu werden, Mitgefühl zu zeigen, zu überleben und zu erforschen. Vergesst nie, dass ihr Pfadfinder die Verkörperung der amerikanischen Seele seid. Immer aufwärts, Marshall Cassidy. So wartet der letzte Eintrag. Gut. Ratschläge für Pfadfinder-Pioniere haben wir noch was. Mal gucken. Gut zu wissen Nummer 10. Wenn Ihre Munition einmal nass wird, stecken Sie sie über Nacht in einen Beutel mit Reis. Okay. Haben wir das Öl hin. Das ist fast ein praktischer Tipp hier. Ja, nur dass wir keinen Reis haben. Und keinen Beutel. Nun gut. So, schauen wir uns mal in den zwei anderen Hütten hier auch noch kurz um, bevor wir weitermachen. Und, oh, da haben wir noch eine Krankhöhle. Leuchtende Honigbestie. Gut, Plasmagranate ist noch angelegt. Kriegt sie die da mal dahinter. So. Doppelexplosion. Erledigt. Das ging schnell. Sehr schön. Was hat die dabei? Gar nichts. Toll. Was soll das denn? Sauerei. Schmeiß ich in die zwei Plasmagranaten, dass ich das dann nicht looten kann. Also, nee. So, hier haben wir noch einen Verschlag. Kriegen wir da erstmal rein. Wo wir es vereisen nachher. So, die andere Hütte ist ja nicht zu übersehen. So, Tür auf. Und Rinder. Was haben wir hier? Einmal Tesla-Forschung Nummer 6. Das Sammelheftchen. Haben wir mitgenommen. Lose Schrauben. Tesla-Forschung 6. Du erhältst bei Benutzung 30 plus 15% Schadensresistenz. Und wir haben da unten eine Radwerkerlacke. So, das war nicht Schadensresistenz, das war Strahlungsresistenz. Okay. So, Laterne eingepackt. So, was haben wir hier noch? Kronkorken, Schießpulver. Gut, und hier haben wir eben der Pfadfinder. Gut, wartet. Und dann gehen wir mal darüber. Und wir sind überladen und unsere Waffe ist auch beschädigt. Das ist nicht gut. Naja, gut. Ach, da haben wir noch ein Klohäuschen. Na, da muss doch nochmal ein Blick geworfen werden. Gedicht? Nee, aber ein Sammelheftchen. Nochmal. Duka Tepper. Gut. Ein freies Holospiel da drin. Duka Tepper hinzugefügt. Du hast das Solobandspiel Nougat Tepper für den Pip-Boy gefunden. Ah ja. Gut. Ich wollte jetzt aber nicht spielen hier. So. Also, gehen wir mal hier rein. Hier noch? Mutterbeere. Nee. Kriegen wir uns die Hütte hier auch noch an. So. Kranke leuchtende Radkakerlake. Auch erledigt. Und noch eine. Noch eine. So. Diesmal nicht leuchtend. So, abgekochtes Wasser. Bürotemperaturventilator. So, was haben wir da? Das sieht interessant aus. Ist aber nicht schwer, mit irgendwann. Ach, das ist so. Für den, das scheint ein Gaskamin zu sein. Gasbefeuerter Kamin. Und das ist die Stellanlage dafür oder die Steuerung dafür. Okay. Haben wir hier eine Raider-Leiche? Genau. Mit 556er-Patronen und einem automatischen Sturmgewehr. Gut. So, Zuckerbomben. Das ist im Safe, Red Away, sehr schön. Jo, wartet das hier wohl, sehr schön. Haben wir da noch? Sesperistik, eingepackt, so. Gut, gehen wir hier mal raus. Und dann nach da drüben. Dann haben wir die drei Hütten hier oben abgedeckt. Ein paar Pferde hier. Oh, haben wir hier noch gemacht? Zielübungen mit dem Bogen, also Bogenschießenübungen gemacht. Oder mit der Armbrust geschossen. Kann man die sonst auseinanderhalten. So. Gut. Ja, da liegt noch ein Mod. Was haben wir da bei Ihnen? Boxhandschuh-Mod kann da bleiben. Oh Mann, nee. Bekanntes Rezept für süßen Mutterbeerentee und eine Nuka-Cola. Die nehmen wir gerne mit. So. Schön chaotisch hier auf dem Tisch. Da haben wir noch einen Kürbiskuchen. Den packe ich ein. So. Noch ein Redaway. Hier haben wir noch eine Raider-Leiche. Okay, die Raider haben sich denn hier wohl einquartiert. Gut.
ist ja auch in der Nähe da. Und hier Jan Savage, die Wahrheit scheint Räder-Gebiet gewesen zu sein. Gut, sind wir hier fertig, hervorragend. So, und wir sollen hier hinten zu dem Blackwater Bergwerk. Also werden wir mal da irgendwie die Straße in die Richtung nehmen. Oder hier durch den Wald laufen, mal gucken, was sich hier besser macht. Erstmal auch zieht jetzt der Union, dass wir nicht rennen können. Naja, hier, da überladen ist nicht gut immer. So. Ich möchte oben bleiben. Das gefällt mir nicht, wenn wir da unten auf der Straße sind, dann ist das wohl ganz anders. So, jetzt kriege ich mal ganz kurz ins Inventar, ob wir nicht irgendwas wegwerfen können. Schauen wir mal, ob wir hier irgendeine Waffe eingesammelt haben, die uns hier hindert. So, zweite Brandachs. Ach du Schreck, ja. Ne, ach du Schreck. 53, 13 Pfund zu viel. Und wir haben eigentlich andere wegwerfen können. Ach du Schreck. Das ist nicht gut. Na, hier, die Lederrüstung. Wie du bist, 2 Pfund. Also, da muss ich mich mal wirklich ganz dringend drum kümmern, dass wir da nicht mehr überlanden. Oh, wir haben Bauflint für eine doppelläufige Schrotflint, die hier schon nicht weniger interessant. Wusste, habe ich gar nicht mitgekriegt. Gut. Und auch einen gezogenen Aschenrosentee. Das müssen wir mal lernen, schnelles Rezept. Entlastet uns wenigstens ein kleines bisschen. So, was haben wir hier noch? Das sortiere ich mal ganz kurz nach Gewicht. So. Haben wir denn hier Backfett? 4 Öl drin, Farbdose, eine Lötlampe. Naja. Bleibt das mal so. Gut, müssen wir jetzt mit klarkommen. Irgendwie. Vielleicht finden wir in dem Bergwerk ja was. Wo wir uns, ja, das Schrott zumindest entledigen können. Das hilft sicherlich schon mal eine Menge. So. Oh, Werbetafel. Und dann hoffentlich finden wir jetzt hier auch gleich. Was war ja nicht so weit weg. War jedenfalls so aus. So, wo sind wir denn jetzt hier? Ich kaufe da nie von dem Bergwerk. Also auf jeden Fall den hier von Weiz bringen. Und da unten scheint das Bergwerk zu sein, wenn ich das richtig sehe. Genau. Gut, dann nehmen wir hier mal den schnellen Weg nach unten. So. Und dann sind wir da hoffentlich gleich da. Eine größere Anlage, da gibt es garantiert eine Werkbank. Oh, was explodiert denn da hinten an Waldspring? So, da unten scheint erstmal ruhig zu sein. Da haben wir noch ein Raider-Camp oder so ein Raider-Wachposten. Da werden wir mal einen Blick kurz hinwerfen. Da haben wir einen Grubenmauer-Vorarbeiter irgendwo gesehen. Wo ist der? Nicht zu sehen erst einmal. Gut. So, und wir haben das Bergwerk Blackwater entdeckt. Sehr schön. Gut, und hier haben wir noch einen Außensichtspunkt gefunden. Na, mal kicken. Gehen wir mal da mal hoch. Soll aber nicht wirklich viel zu sein hier. Was haben wir hier? Lose Schrauben. Okay, eingepackt. Da haben wir noch ein Rezept. Was haben wir da für ins? Gebratene Radkröten. Schränkel. Ah ja, jetzt finden wir die. Haben wir am Anfang ja schon die Radkröten gefunden, aber kein Rezept dafür. Jetzt haben wir welche. Jetzt könnt ihr deren Schenkel unterbraten. Hervorragend. Gut. Ja, hier irgendwie mal runter. Da unten sind ein paar verstrahlte Fässer. Na gut, ist egal. Wir haben eine Powerrüstung an. Kann ja nicht so schlimm sein. So. Und hier scheinen ja wohl irgendwie Grubenmauer zu sein. Wenn wir gleich feststellen. Genau, da hinten schon mal. Ich will mal erinnern. Kümmern wir uns um den mal. So, den erledigt. Und noch ein Protektor. Was haben wir da noch? Ah ja. Mauervorarbeiter. Erstmal den hier umhauen. Und die mit Stacheln haben. Zerstört. Jetzt haben wir noch Brandachs dabei, glaube ich. So. Ziehst jetzt mal bitte die Waffe. Dann will er wie auch nicht wechseln. Finde ich gut. Gut, machen wir das damals. Wird er irgendwie das Automatikgewehr nicht wechseln? Der jetzt wechselt er nach dem Kampf. Nein, das finde ich ja wieder toll. Gut. So, was hattet ihr da hinten dabei? Gucken wir uns hier mal ein bisschen um. Wir sollen aber irgendwie rinnen. Na ja, mal schauen. 556er Patronen, sehr schön. Hier haben wir gerade verschossen. Sturmgewehr und Schrott. Grubenanzug, Filter und Atemgerät. Und ein Grubenhauerhandschuh. Hier ist auch egal, können wir alles mitnehmen. So, jetzt wieder raus. Oh, was haben wir da unten? Moment. The White Spring Station. Oh, das kommt der Sailing. Moment, dann werden wir das mal kurz unterbrechen. Oh, Felsbrecher. Können
machen wir uns mal den. Station verspricht dir auf jeden Fall, uns gleich hier bei dem Problem Überladung zu helfen. Noch ein Umspannwerk da drüben. Ah ja, ja, können wir uns hier noch eine Weile umgucken. So, da kommt er. So, Uch erledigt. Kronkorken, Grubenanzugschrott und Atemgerät. Und da hinten sind noch einer rumgelogen. Kümmern wir uns um den auch noch schnell, bevor wir zur Station gehen. Schön, dass hier auch noch eine Station ist. Die kommt sehr liegen. Ich hoffe, die macht dasselbe wie alle anderen Stationen. Och, es luft hier wieder quer. So eine Typen kann ich gar nicht leiden. So. Fall um. Erform. Auch erledigt. Schrotpatronen, Grubenhauerhandschuh, eine Kampflinte, Klebeband und Atemgerät. Na? Hallo? Mitnehmen? Nochmal? Jetzt. Erfahrt. Nachladen ganz schnell. So. Dann können wir die Kiefer erstmal wegstecken. So. Ah, Station noch nicht entdeckt, aber hier steht zumindest auf jeden Fall ein Stash. Das ist schon mal hier. Da brauchen wir so eine Werkbank. Da so der eine und eine beste Werkbank. Und wir haben die Station Weizbring entdeckt. Hervorragend. Gut, sehr schön. Na, dann können wir erstmal den Schrott verwerten. Hervorragend. So, dann werde ich mal auf jeden Fall die alte Brandachs wegschmeißen. Was ist mit der hier? Warum zeigt die ja keine? Das ist ja interessant. Die scheint nur Schrott zu sein. Die zeigt ja keinen Schaden an. Das ist ja ulkig. Na, sowas. Na, dann vernichte ich die jetzt einfach mal. Das sind ja auch noch 5 Level, das dauert ja auch noch ein bisschen. Kommt die einfach mal weg. Ja, wie es was das wieder ist. Zählt die andere vielleicht ja nicht als Waffe, sondern als, ja, quasi Schrott. Eine Kampflinte, weg damit. Maulwurfsrattenzähne, weg, 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 weg. So, hätten wir das. Gucken wir mal bei den Waffen mal nochmal drin. Na, noch ein Sturmgewehr, das kann auch weg, sehr schön. So. Gut. Ja. Bin eigentlich sehr zufrieden jetzt hier. Achso, wir haben keine Waffenwerkbank. Die ist natürlich ungünstig. Ist ja mal eine ganz andere Station hier. Interessant. Gut. Ich stehe zu Diensten, Ma'am. Gut, wir mal kicken, was der uns anzubieten hat. Gucken wir mal bei den Hilfsmitteln drin. Ob da irgendwas loswerden können. Der hat 200 Kronkorken, das ist sehr gut. Kann ich Ihnen behilflich sein? Ja, mal hier ein paar Psychos verkaufen. Machen wir mal, ja, so viel brauchen wir wirklich nicht. 18 Stück erstmal. Mal gucken, was kriegen wir dafür? 90 Kronkorken hervorragend, haben wir das. So, was haben wir hier noch? Radix verdünnt. 3 weg. Ich stehe zu Diensten. Haben wir noch Redaway. So, Redaway verdünnt weg. Und was haben wir denn noch? Und Skill-Kaugummi-Cola, weg. Stechflügler-Filet, Stimpex, super. Stimpex möchte ich auf jeden Fall behalten. Das XL benutze ich sowieso nicht, aber kann das auch weg. Sein. So, sehr schön. Was haben wir noch? Würde ich sagen, hauen wir noch ein paar Radix weg. So, was? Moment, mal kurz gucken. Dafür kriegen wir 4 Stück. Wir haben 90. Ja. Dienen und schützen. So. Kommen wir jetzt mal 20 hier weg. So. Und dann hat er noch 11 Kronkorken. Und können wir ihm denn noch andrehen? Mal sehen. Medics. Ah, haben wir noch einen Medics weg. Dienen und schützen. So. Dann sind wir hier das auch los. Ein bisschen Platz hier waren, aber wir haben immer noch schön überladen. Aber wir haben ja das ganze Zeug vernichtet. Dann können wir jetzt mal den Schrott lagern. Mal gucken, ob das schon was bringt. Oder wie viel das bringt. So. 236. Das ist nicht gut. Was ist denn hier so schwer? Ah je. Mal so viel Granatwerferpatronen und so weiter. Die fällt mir ehrlich. So, ich werde mal die Stimme von Zed wegpacken. Nee, auf keinen Fall wegpacken. Aber das Schwert von Bastet kommt mal in den Koffer. Beziehungsweise in die Truhe. Reparatur, Wackelpuppe. Mitarbeiterbenachrichtigung, Tresor, Notiz weg erstmal.
alles ja nicht so wirklich viel und ja nicht so schwer. Ne? Da muss ich mich mal in Ruhe drum kümmern. Mal so zwischen den Folgen. Einfach mal wirklich mich hier mal wirklich um das kümmern. So, was haben wir hier noch bei Munition? Vielleicht können wir da noch irgendwas loswerden. So, Fusionszellen weg. Fusionskerne. Also die normalen Fusionskerne, 3 Stück. Ja, gut. Plasmakartuschen weg. Hier noch Injektormunition. Ah ja, die hätten wir einfach mal. Die können wir jetzt einfach mal da lassen. So, Injektormunition mal anklicken. So, Munition, Injektormunition. Da haben wir sie. Da bringt eigentlich auch nicht so viel. Ich klicke die hier einfach mal auf den Boden. So, Thema gelogen. Und dann werden wir noch kurz was essen und was trinken. Aufbereitete Wasser. Dann kommt mit Cheese. Mal gucken, hat noch irgendwas gekocht hier. Wie soll ich braten? Maulwurfsratten, Happen, ein leuchtendes Steak drin. Das ist sehr schön. Nehmen wir mal auch eine Nougat-Sherry. So. Und was haben wir denn noch? Wir brauchen noch ein bisschen was. Nicht noch irgendwo. War hier nicht noch irgendwo eine Suppe? Mal gucken. Wo ist die Suppe hin? Was denn da nicht essen? Was war denn eine Hühnersuppe? Irgendwie so was in der Richtung. Diese gerade nicht. Eine Nudelschale, genau. Sag ich doch. Sehr schön. Die ist ja richtig ergiebig. So, haben wir das. Gut, aber leider keine Waffenwerkbank gefunden. Das finde ich gar nicht so gut. Weil ich da drüben in dem. In dem Schuppen hier oder in dem Häuschen mal gegen. Ich habe leider ja Glück. Na, da haben wir zumindest ein provisorisches Lager, aber kein Glück. Na gut. Gehen wir mal wieder rüber. Zu dem Wehranlager. Wie hieß die denn jetzt? So, zu dem Blackwater Bergwerk. So, wo können wir hier auch noch einen Blick rum hinwerfen. So, was haben wir hier? Umspannwerk, was aber jetzt hier sich nicht entdecken lässt. Doch, wir haben das Monanga Umspannwerk MZ02 entdeckt. Und hier ist irgendwie, würde gerade sagen, ist Ruhe, aber ist es gar nicht. Achso, wir haben jetzt ja keine Waffe bei angelegt, zumindest nicht. Also keine Nahkampfwaffe. So, machen wir mal den Watz mal ein bisschen zu hier. So, erledigt. Noch ein kranker, verbrannter Wilder, gut. Also, die fällt mir. Was haben wir da noch? Kranker, leuchtender Wolf. Dann schießen wir jetzt mal die Kugel um. So. Erledigt. Leuchtendes Fleisch, rohes Wolfsfleisch. Wo war der andere Ghoul gestorben? Jetzt hier vorne sind sie beide, okay. Stimpak, Redex, Winder, Kleber, Zahnpasta. Da, toll. Gut, haben wir das hier ohne gesehen. Noch ein Turm von einem Raidern. So, was haben wir hier? Bekannter Bauplan für verschiedene Lampen. Okay, Ölkanister. Was haben wir hier noch? Da sind Dosen drin. Wollen wir so machen. So, kommt mal da wenigstens ran. Bisschen ungünstig. So. Darf ich noch kurz einen Blick in eine Runde, bevor wir zu dem Bergwerk zurückgehen. Ah, scheint aber nicht weiter zu sein und auch wieder keine ohne Impulsgranate. Nehmen wir auch mit. So. Ja, glaube ich, muss viel mehr mit dem Granaten arbeiten. Haben wir da noch? Ah, nichts. Sah so aus, als würde ein Ghoul rumstehen und keine Notiz von uns nehmen. Nö, hier ist nichts. Schade. Ja, irgendwie so mit zunehmendem Level scheinen die Werkbänke echt ein bisschen dünner zu werden. Naja, gut. Gehen wir mal hier rüber. Wo war denn das jetzt? Das muss doch da oben im Berg sein. Brauer Vorarbeiter, genau. Und wir haben noch die Brandachse. Dann können wir die wenigstens erstmal benutzen, bis wir dann eine Möglichkeit finden, unsere Waffe zu reparieren. So, ändern wir das kurz und legen wieder die Brandachse an. Hervorragend. So. Fällt mir nämlich besser, warum wir nicht die Munition alle verschließen, wo ja nicht nötig ist. So, da haben wir noch 300 ein paar zerquetschte. So, wie kommt man hier hin? Da ist ein Loch in der Mauer, sehr schön. So, wenn wir uns hier weiter umgucken. So, schauen wir hier erstmal noch hin. Ja, noch nicht. Oh, schon wieder eine paar Rüstungsschätze. Na, ausgeplündert schon. Na gut. Gegenstände verwerten, müssen wir das machen? Gut, ist erledigt, haben wir gemacht. So, da hinten haben wir. Ist der Waffenwerkbank? Hervorragend. Sehr schön.
Dann können wir hier gleich aussteigen und die Waffe reparieren. Das werden wir ja nie wechseln müssen. Ah ja, ich habe auch noch eine ganz andere Idee, fällt mir gerade was ein. So, Gegenstände verwerten müssen wir nicht machen, wir wollen reparieren. So, also, Brandachse ist in Ordnung, Granate ist in Ordnung, der schwarze Diamant, ach Gott, den hätten wir auch wegpacken können. Dünger von Set ist in Ordnung, dann noch die Pirscher Maschinenpistole. Ja, ich glaube, die werde ich mal, achso, die hätten wir unten verkaufen können. Na gut, kommt jetzt, bleibt jetzt erstmal dabei. So, der Haken mit Stacheldraht, der wird repariert. So. Gut. Hätten wir das schon. Das war ja eigentlich schon. Mehr brauchen wir ja nicht. Aber ich würde ja noch was machen. Und zwar mal die Power-Rüstung da drüben an die Werkbank stellen. Und sie einfach mal schnell lackieren. Ich hätte gerne wieder die Lackierung. So. Also. Kicken ihr das hier hoffentlich, wenn die andere hier steht. Mal sehen. Du kannst deine Rüstung ja nicht verlassen. So wird nochmal. Jetzt ist er raus. Mal kicken. Mal sehen, ob das funktioniert, wenn die hier beiden stehen. Ne. Oh, könnte hier auch die Baggerrüstung herstellen. Das ist ja interessant. Gut, aber wir müssen wohl die andere erstmal entfernen hier. Das, wo sind die jetzt hin? Interessant. Das ist unsere T60. Genau, okay. Also. Also, nee, wir müssen jetzt sowieso modifizieren. Also. Helm. Standardlackierung? Nee, ich möchte die andere Lackierung. Dann machen wir das hier kurz für alle kurz durch. So, das war jetzt der Helm. Ach so, schön, dass alles markiert. So. War da jetzt noch irgendwas anderes? Da haben wir Helmlampe. Kann man der Helmlampe was ändern? Nee, kann man nicht. Schade. Rechtes Bein. Lackierung. Und so weiter. Das machen wir jetzt schnell hier durch. Hervorragend. Dann noch das linke Bein. Und naja, 4 XP gibt es nicht, aber immerhin. Und wir sollten auf jeden Fall noch reparieren. Das ist, glaube ich, ganz wichtig. Das sehe ich ja auch gerade noch. So, reparieren wir das mal alles. So, was haben wir denn hier? Ja, machen wir einfach mal alles komplett durch. Haben das Zeug ja schließlich eingelagert. Was soll's. Vorne. So, komplett hergestellt. Komplett repariert. Sehr schön. Und haben wir wieder die. Ja. Die Lackierung drauf. Das finde ich sehr schön. Und wo ist uns kein drin? Und dann. Wo sind die Rüstungsteile? Moment. Ach, die stehen übereinander. Jetzt hättet ihr den falschen gepackt. Das ist ja auch lustig. Na, vorne. Aha. Gut. Dann werden wir das so machen, hier wieder aussteigen aus deren, das ist das, was du dir stellst. Ach so, die haben sich genau übereinander gestellt, das ist ja lustig. Gut, wir werden den Fusionskern rausnehmen, wir werden die hier einsammeln. So, und dann schmeißen wir das Chassis wieder weg. So, nee, nicht hinstellen, sondern wegschmeißen, Moment. So, jetzt einfach ablegen, dann ist das Ding erledigt. So, und dann können wir jetzt einsteigen. Hat gerade einen Schreck gekriegt hier, nicht, dass die Rüstungsteile irgendwie sich in Luft gelöst haben. Wenn der T60, das wäre der neue Wesen. Haben wir das. Gut. Fertig. Können wir weitermachen. So, schauen wir uns hier noch ein bisschen um. Hier drüben ist auch noch irgendwas. Oh, was ist denn das hier? Eine Bar? Sieht fast so aus. Mal hier mal hoch. Hat schon ein bisschen ausgedehnte Gelände hier, bevor wir da ins Bergwerk gehen oder so. Wie wollen wir uns hier mal weiter mal hier? Tut gut, aber. Vorkriegsheld. Nö, brauchen wir nicht. Oh, Bastelwerk. Man könnte mal einen Rüberlofen brauchen. Na gut, Kaffeetasse. Was? Nee, Laborstation. So, Rüstungswerkbank. Oh, das ist ja ganz nett hier. Ist ja alles da, was man so braucht. Hier mal schnell einen Blick in die Runde, in den Spind. Hm. Oder in diese Spindreihe, muss man ja eigentlich eher sagen. Nichts, was mich jetzt hier reizt. So, gehen wir mal nach oben. Ich will mal da noch irgendwas. Noch ein Kochherd. Ja, das lohnt sich hier richtig. Kann man ja richtig. Brauchen wir ja nichts anderes machen. Oder brauchen wir ja kein Camp. Das hätte man mal viel früher finden müssen. Na gut. Hundefutter in der Dose. Fancy Latzkuchen. Ja, Kaffeetasse. Gut. Was haben wir da unten noch? Oh, gelbe Farbe. Sehr schön. Gelber Kanister. Gut. Nur wenn dem so ist. Ach Mensch, er hätte ja eigentlich unten an der Station noch was einkaufen können. Und zwar Blei.
Na gut. Ist ja nicht so weit weg. Wir müssen ja sicherlich noch ein bisschen in der Gegend bleiben. So, Löscher, nee. Ohne Schweider, gut, können wir wieder rausgehen. Geht mal hier in den Wohnwagen unten rein. Ja, nichts. Gut, spannend. Noch ein Bunker. Geht mal erstmal unten in den Bunker rein. Bisschen klingt, bisschen dunkel. So, mal das an, das Licht. So, was haben wir hier noch? Nichts. Die nehmen wir aber mit. So, Da drüben noch irgendwas Spannendes? Eine Grubenleuchte. Oh. Was war das? Wer schießt hier? Ah, da kommt ein Grubenmauer angesaugt. Vorarbeiten. Ach so, wir könnten ja jetzt eigentlich wieder den Haken rausholen. So. Grubenmauer Handschuh, Kampfflinte, Grubenanzug, Feder und Erkennungsmarken eingepackt. So. Gut, hier haben wir offensichtlich die Verteidigungsanlagen nach außen. Okay. Gehen wir da mal hoch kurz. So. Gar nicht erwartet, dass man sie so weit hier in der Nähe von Waldspring findet. Gut. Ich schaue mich hier noch ein bisschen um und bedanke mich erst einmal wieder dafür, dass ihr dabei wart. Macht's fein. Ciao, ciao und bis zum nächsten Mal.